Auf 2000 Seiten erklärt Karl Marx, wie der Kapitalismus funktioniert. Er beginnt mit der Ware. Wie macht er das? Schauen wir uns die Welt einmal von Weitem an, wie durch ein Teleskop. Sie ist kapitalistisch organisiert. Ein ziemlich chaotisches Wimmelbild. Banken, die Geld verleihen. Lager und Kaufhäuser, in denen Waren in den Regalen auf Kundschaft warten. LKWs, die Waren von A nach B bringen. Menschen, die Waren produzieren und Geld ausgeben. Und in Fabriken und Büros gegen Lohn arbeiten. Ständig werden Waren gekauft und verkauft. Aber nicht alles wird im Kapitalismus gegen Geld getauscht. Zum Beispiel, wenn Menschen ihre Angehörigen pflegen, wenn sie einen Geburtstagskuchen backen oder in der WG staubsaugen. Marx benutzt nun eine Art Filter für unser Teleskop. Aus dem Wimmelbild isoliert er damit die Grundbausteine der kapitalistischen Produktionsweise. Er schaut sich nur Dinge und Tätigkeiten an, die gegen Geld, G, getauscht werden. Sie werden damit zur Ware, W. Ware und Geld sind die Grundbausteine seiner Theorie. Im Kapitalismus ist im Vergleich zu vorkapitalistischen Epochen der Tausch Ware gegen Geld zur vorherrschenden Form geworden. So organisieren die Menschen in einer solchen Gesellschaft die Herstellung und Verteilung der Güter, die Produktion und die Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft. Waren und Geld sind zwei Seiten einer Medaille. Die millionenfachen Tauschakte folgen einer gewissen Regelhaftigkeit. Es ist nicht beliebig, wie viel Geld sich jeweils gegen eine Ware tauscht. Vielmehr steckt dahinter eine ganz bestimmte Logik. Und die möchte Marx herausarbeiten. Ware, Geld, Ware. Zwei Hosen tauschen sich gegen einen Tisch. Das Geld ist beim Warentausch zunächst nicht so relevant. Man kann es nicht essen, trinken, anziehen und nicht damit schreiben. Ziel des Tausches sind die getauschten Waren. Filtern wir also zunächst auch noch das Geld heraus. Und so fängt die Marx'sche Analyse an.